In diesem Video steht ein Turm rum, wird Wasser gekocht, landet etwas ein Volltreffer, liegt ein Leitpfosten rum, herrscht reger Betrieb, zeigt sich ein Außenspiegel als ziemlich nützlich, wird Zottel gewaschen und fahre ich ab. So, aber ich glaube, der Son of Hibashi wird mir jetzt helfen und das Ding irgendwie wieder lösen. Kommt nämlich schon gut warm raus. Was essen wir heute, Thomas? Hähnchenspieße haben wir. Und zeig mal, was hast du auf dem Wendel rumliegen? Praktisch abgelegt. Das ist einfach noch verpackt. Aber das macht ja nichts. Aber dafür ist ja so ein Wendel da, ja, dass man was drauflegen kann. Auspacken. Haben wir heute eine gute Glut? Ich gehe davon aus, dass sie heute besser ist wie gestern. Ein bisschen länger ziehen lassen. Anheizen, aber... Gibt schon Hitze? Ja, ein paar Minuten noch. Mal einen Blick rein. Vorsicht, Kopf zurück, ist heiß. Oh ja, glüht schon. Und wie geht's der Zucchini? Schiebeturm vom Pragelpass. Ja, sieht auch gut aus. Das Birsche steht auch schon auf dem Tisch. Also, das eine ist Olivenöl. Aber das andere ist es Jever. Die Glut steht! Das muss man noch putzen. Da hat vorhin auch schon Phoenix mal dran geschleckt. Eigentlich ist das sauber. Oh, der Schiebeturm werfen nicht um. Ey, wieder mit dem Spiel sehen, oder? Jetzt war doch noch Holzpfahl durch. Das ticht. Oh ja, das ist mehr Hitze als gestern. Ja. Die Pilze gestern waren ja schon riesig, aber also die heute toppen das, glaube ich, nochmal. Heute haben wir richtig geile Glut. Ihr solltet es riechen, wieder mal. Lecker. Wir machen hier mal zu. Sieht nämlich sonst alles schön in Zottel. Dann kriegt der Co-Pilot Hunger und dann reicht's nicht. Du hast es zu sauber gebürstet. Scheint so. Es ist einfach nichts, ja. Ja, lauf durchs Bild für nichts. Macht doch nichts. Also ich mag mich erinnern, dass du schon gesagt hast, lauf doch durch und ist ja hinter der Kamera durchgelaufen. Ja, da war mal was. Er läuft immer so, wie man es gerade nicht braucht. So macht man einen Camper happy, wenn die Batterie 98% hat. Jetzt gucken wir mal, was die Monika heute isst. Oh ja, sehr gesund. Empfehlenswert und mega gesund. Top Schnellessen Pilzrahm-Pasta-Soße-Suppe. Ja, man muss natürlich sagen, es ist ja noch nie eingerichtet. Eben. Und wir geben ihr nichts ab. Denn wir essen alles selber. Wir sind Männer, wir haben heute Bäume gefällt, wir haben Kühe geschoben und Schafe gegrillt. Ne, gegrillt haben wir sie gestern. Also wir waren heute nicht faul, da brauchst du Essen. Aber natürlich ist das ein Scherz, wir würden der Monika liebend gern was abgeben und Gemüse haben wir ihr auch angeboten, wenn Thomas das nicht schwarz grillt. Denn sie isst ja kein Fleisch. Gibt's Gemüse. Und da Thomas Thomas heißt und nicht Dirk, ist das alles perfekt. Lecker. Monika, brauchst du Hilfe beim Kochen? Ja, unbedingt. Boah, Tzatziki-Quark. Ja. Wie geil ist das denn? Nur der arme Phönix kriegt nichts. Das arme Tier. Ich kann nicht zuschauen, wo er gefuttert hat. Oh, arme Monika. Ja. Musst du auch zugucken. Oh. Tolle Jacke hast du an. Ach gell? Ja, schick, super, oder? Steht dir gut. Ja. Also, dann ja, glaube ich, essen wir mal ein Gut, ja, bevor wir noch mehr Blödsinn reden. Gut. So. Ein Dank an den Griller. Der hat das im Griff. Unser Überraschungsgast wird ungemütlich und will weg. Könnt ihr das verstehen? Jetzt, wo wir gerade das Feuer angestellt haben, da will Monika hier die Biege machen, aber ja, so ist das halt, wenn man morgen arbeiten muss. Ja, Monika, dann ja, schnapp mal deinen Van, deinen Hund, ja, und ab zurück ins Tal. Komm gut, ja, runter, ne? Ja, ja. Gib kurz Bescheid, wenn du angekommen bist. Kann ich machen. Klar. Dass wir in Ruhe weiter am Feuer sitzen können, ja, und keinen Suchtrupp schicken müssen. Ja, genau. Und dann hoffe ich, dass wir mal eine gemeinschaftliche Tour, ja, hinkriegen. Irgendwann, ja, irgendwo. Und in Düsseldorf sehen wir uns ja dann bald schon, genau, wieder. Ne? Denn sie kommt auch. Mit Hund. Ja. Also, komm gut nach Hause. Ciao. War schön, dass du noch vorbeigekommen bist. Hat danke vielmals für, ja, Speis und Trank. Brauchst du meine Jacken noch? Nee, die bekommst du wieder. So, da fährt sie hin. Wir sehen uns dann irgendwann in Düsseldorf wieder. Aber wenn das Video hier live geht, ist Düsseldorf auch schon Geschichte.
Schöner Van, Monika. Allzeit gute Fahrt. Wenn so ein schöner Van wegfährt, gucken sogar Friedrich und Co-Pilot raus. Ja, leck. Jetzt könnt ihr wieder nicht rausgucken. Sie ist weg. Wir sitzen hier gemütlich am Lagerfeuer. Und jetzt ratet mal, wer hier vorbeikommt. Ihr seht's vielleicht schon, was so durchs Bild fällt und fliegt. Meine verfluchte Wolke. Genau bei uns. Ist unmöglich. Uns wird stärker. Also, es sieht ungefähr so aus jetzt. Eine Regenwolke, nah bei dem roten Punkt. Wir sind nicht ganz da, wo der rote Punkt ist, aber wir sind da, wo der Regen ist. Das reicht ja. Dreimal dürft ihr raten, wo wir sitzen. Kennt ihr diesen Vorhang? Der Regen hat uns rein vertrieben. Es schifft gut runter. Man hört's. Draußen sitzen wir nicht mehr. Lassen wir es uns halt hier drin gut gehen. Zum Wohl. Zum Wohl. Vielleicht hört es ja irgendwann wieder auf. Wir hoffen das Beste. 16 Grad hier drin nur. Und ein Viech an der Decke. Blinder Passagier. Nee, da. Oh, Mücke. Oh. Oh, nee. Aber was ein Viech. Tja, sorry. Die Mücke ist nicht mehr. Schönen guten Morgen hier vom Pragelpass. Frisch hier drin, gerade erstmal die Heizung angestellt, 14 Grad und wieder ins Bett und warten, dass warm wird. Ansonsten draußen ziemlich Geschrei, Wandergruppe, die hier angekommen ist und erstmal einige Dinge zerstört und Leitpfosten durch die Gegend wirft. Vermute ich mal, denn der lag da gestern Abend noch nicht. Das Wetter draußen, unverändert zu gestern, aber trocken immerhin. Unsere Wolke von gestern hat uns noch ein Weilchen auf Trab gehalten. Wir sind nicht mehr rausgegangen, haben den Abend ins Hotel verbracht und sind um Mitternacht ins Bett. Ja, jetzt kommen die nächsten Besucher. Kurz vorbeigehuscht. Ziegen. Und kommen jetzt hier auf der anderen Seite raus. Kurz beim Co-Pilotsfenster hoch. Hier ist immer was los. Kühe, Wandergruppen, Geißen, Ziegen, was weiß ich. Und so richtig motiviert sieht mir die Truppe auch nicht aus. Wahrscheinlich auch noch müde. Stehen da ein bisschen unkoordiniert rum. Das gibt's echt nicht. Kaum sind die Geißen weg, kommen die nächsten Viecher um die Kurve. Unsere Freunde von gestern. Kühe. Das ist echt ein Kommen und Gehen hier. Da wird's nicht langweilig. Leckere Pfütze, bisschen was trinken. Ja, lauft mal vorne rum, ist besser. Die Kuh ist auch verwundert über den Leitpfosten, der da liegt. Genauso wie wir. Und wieder gut was los hier. Größere Herde. Da kommen nämlich noch mehr. Und sie umkreisen uns. Oh Mann. Ist das geil hier. Guten Morgen! Steppt schon wieder der Bär hier! Lass meine Truhe in Ruhe! Oh, und hier kommt eine mit Hörnern. Oh Gott, bleib bloß weg! Nein! Oh mein Gott, noch eine! Geh da lang. Geh weg. Gibt's nur bei uns leckeres Gras? Sonst nirgends? Jungs, Mädels, hier gibt's so viel Gras überall. Und ihr müsst unbedingt hier stehen. Ich glaube, die warten auf braune Matte. Geh weg. Verfängt sie sich gleich im Vanlet? Könnt ihr euch woanders streiten? Heideblitz! Abflug jetzt! So, auch die Ziegen kommen wieder. Jetzt muss ich aber dann die Tür zumachen, weil
Die hat man sonst ruckzuck im Auto. Gehör. Geh bloß vorbei, hey. Die sind frech, die Biester. Meine Holzbox, unheimlich interessant. Und ihr so, guten Morgen. Bringt ihr Milch mit oder Käse? Ja. Müssen wir uns mal kurz zurückziehen. Ja, ja, genau. Das ist aber auch interessant hier. Das muss der Sightseeing-Spot für Viecher sein. Kopfverdammt. Eine steht in der Grillschale. Mach sie sauber. Ja, und auch Nachzügler gibt's. Die Kuh hier hinten ist wohl Brandschutzbeauftragte der Herde und prüft hier gerade den Holzstapel intensiv und ganz genau, ob da auch alles stimmt. Muss natürlich auch sein, weil wenn so ein Ding in Flammen aufgeht, gibt's Rinderbraten. Thomas hat schon so viel Bedenken, dass er sich nach oben verzieht. Nee, hier hat man die bessere Übersicht. Oder so, ja. Wer kommt noch? Sind noch Elefanten oder Giraffen unterwegs? Bis jetzt nicht. Nee, gut. Sieht gut aus, die Luft ist rein. Nein, es kommen noch welche. Nein. Nächste Kuh im Anmarsch. Nachzügler. Die scheint aber uninteressiert an uns und unseren Vans. Ja, und liebe Motorradfahrer, falls ihr hier mal hochkommt, parkt nicht zu sehr und zu nah am Abhang. Denn ich vermute jetzt einfach mal, wir haben es nicht gesehen, aber ich vermute mal, irgendeine Kuh hat hier wohl gerade das Moped umgeworfen. Die guckt auch schon so ganz harmlos, als sei sie es nicht gewesen. Oh, das tut weh. Zum Glück hat er nicht noch mehr am Abgrund geparkt, dann wäre das Ding runtergepurzelt. Also hier oben besser nicht kuhnah parken. Ja, hier haben wir jetzt ein besonders schönes Exemplar. Wir wollen mal fragen, wie es so ist, wenn man hier wohnt und lebt. Ist das schön hier oben? Ich deute das Schweigen als ja. Jetzt fragen wir mal nach dem Wetter. Die kennen sich ja aus hier. Haben wir heute noch ein bisschen Sonne hier oben? Oh, sie guckt weg. Ich deute das als nein. Scheiße. Ja, und so ein Außenspiegel ist schon cool. Da kann man sich dran kratzen. Ja, und auch mal am Reifen lecken. Lecker Gummi. Das gibt den Geschmack für die Milch. So, nach der ganzen Kuhaufregung. Aua. Erstmal beim Nachbar nach Kaffee schnorren. Zum Glück habe ich so viele Nordkap-Tassen, sonst hätte ich jetzt eine spülen müssen. Nee, eins gekauft und zwei wurden mir per Post zugeschickt von Freunden, die oben waren. Tausend Dank. Ihr geht alles voll mit Kuh, was auch immer das ist. Ja, immer wieder praktisch, so ein Vanbett. Der Instagram-Post quält sich. In Zeitlupe. Tja, wir speisen hier wieder wie die Könige. Jeder Wanderer würde da neidisch werden. Der Bäcker ist auch gerade schon gekommen, hat hier feine, leckere, warme Brötchen gebracht. Denn die Außentemperatur ist schon ein bisschen kühl, so mit 10 Grad. Kommen Sie ruhig vorbei, Herr Bäcker. Auf die Kaffee warten. Hat dich eine Kuh gestreift? Ich habe eine Kuh gestreift. Vorhin. Ganz schön gewackelt. Da sind auch überall Haare am Kühler, Kuhhaare. Und kaum sitzen wir hier, schleichen schon wieder Kühe durch die Gegend. Ja, ich gebe ehrlich zu, wir sind ein bisschen nervös jetzt. Falls die Kühe jetzt tatsächlich alle wieder zurückkommen. Danach sieht es nämlich aus. Sie sammeln sich gerade so ein bisschen da hinten bei den Bäumen und bei dem umgekippten Moped. Und die ersten streifen hier zum Glück auf der anderen Seite vorbei. Ich hoffe, das bleibt so. Weil so ein ruhiges Frühstück am Sonntag wäre jetzt schon eine feine Sache. Der Kaffee wird auch noch geliefert. Uns geht's eigentlich heute ziemlich gut. Ja, guck, sie dreht schon ab.
Warum kommst du im Posten? Ich dreh durch. Das hilft. Gewusst wie? Ich glaube, den nehmen wir mit. Ja. Die kommt von hier. Man hört's am Tingeln, die Geißen, die Ziegen kommen wieder. Und sie machen Bogen um uns. Sind halt gut erzogen und stören nur einmal. Wunderbar, wir können ja also entspannt weiter frühstücken. Zur Abwechslung mal keine Geißen oder Kuhglocken, sondern die Kirchenglocke. Gibt's hier oben also auch, ab zum Gottesdienst, 11 Uhr. Die Zeit haben wir leider nicht. Der Laptop läuft, Daten werden getauscht und überspielt. Ja, so. Thomas, war geil. War ein geiles Wochenende. Schön, dass du in die Schweiz gekommen bist. Wir hatten eine Menge Spaß, viele Tiere. Hat sich gelohnt, ja. Hat sich gelohnt, ja. War toll. Im Hintergrund, ich hoffe, ihr hört uns überhaupt. Ich hoffe, im Hintergrund haben wir die Kirche noch am Läuten, jetzt extra für dich noch. Alles arrangiert gewesen, natürlich. Und jetzt wünsche ich dir in dem Nebel, den wir da hinter uns sehen, eine gute Heimfahrt. Komm gut den Berg runter. Ja. Ich bleib noch ein bisschen, aber geh rein, es ist verdammt frisch. Ja. Würde ich auch raten. Ja. Und dann. Dir noch eine schöne Zeit hier, schönes Restwochenende. Dankeschön. Bis zum nächsten Mal. Ja, ich bin mir sicher, ihn sehen wir wieder. Das hat gepasst, war cool. Ja, war echt cool. Also, ciao. Mach's gut. Mach's ciao. Gut. Komm gut nach Hause. So, da setzt er sich in Bewegung. Nächstes Jahr im Frühjahr kriegt er seinen neuen von CS. Das hier ist noch alte Schule, solide Technik, hat nie Probleme gehabt mit seinem Van. Ist überall durchgekommen, er war viel unterwegs in ganz Europa. Und ich hoffe, wir sehen ihn bald wieder. Gute Fahrt, Thomas. Ja, und ihr seht hier das Dreckswetter. Ich lade jetzt Tisch und Stuhl ein und gehe ins Hotel und hoffe, dass es vielleicht nachher noch ein bisschen besser wird. Weil so, wie es jetzt ist, ist es eigentlich nicht wirklich brauchbar und jetzt tröpfelt es sogar noch leicht. Weil es alleine ja ein bisschen einsam ist, leistet mir jetzt noch ein Eisgesellschaft. Mittlerweile auch wieder ein bisschen heller draußen. Kurz mal hat die Sonne rausgescheint. Also ich habe so den Eindruck, seit Thomas weg ist, wird es besser mit dem Wetter. Jetzt, da, ich sitze in der Sonne, das Licht im Gesicht, Sonne. Und jetzt, was treibt ihr hier wieder? Autos beschnuppern. Die sehen mir noch jung aus, die waren auch noch nicht hier, das sind wieder mal andere. Schmeckt das Gras hier so gut. Das ist unglaublich mit den Jungs und Mädels und was auch immer. Die leckt Zottel ab. Ich glaube, ich höre es nicht. So dreckig ist er jetzt auch wieder nicht. Abflug. Nicht nur Zottel schmeckt gut, auch andere. Lecker, Bremsstaub. Ganz fein. Die Viecher sind weitergezogen, wir sind wieder alleine vorerst und jetzt habe ich lang gearbeitet. Und ich finde, es ist mal Zeit, um vor die Tür zu gehen, denn die Sonne scheint und es ist warm. Helm auf und raus vor die Tür, in die Sonne. Oh, Sonnenbrille brauche ich noch. Es geht ein bisschen Wind, aber ansonsten sieht das hier richtig freundlich aus. Und obwohl hier eigentlich alles voll mit Wolken ist, ist es warm und die Sonne scheint. Verblüffend. Wir machen uns mal in die Richtung auf den Weg. Ja, hauptsächlich Fahrradfahrer sind hier heute unterwegs. Autos dürfen hier eigentlich nicht über den Pass fahren über Tag am Wochenende. Es ist trotzdem sehr entspannt hier oben und wunderschön. Und die Felskette hier links neben mir, ich finde sie einfach faszinierend. Erinnert sie mich doch immer wieder an Schottland oder Skandinavien.
Ja, und dann sind wir auch schon vorbei am Pass. Und es geht bergunter und hier geht es Richtung Klöntal, Glarus. Allerdings ist das verdammt weit und einige Höhenmeter runter. Das fahren wir jetzt nicht. Denn wir drehen wieder um und fahren zurück. Jetzt sind wir da oben angekommen und ihr seht, man kann hier gut mit dem Auto hinfahren und dann schön wandern. Alles so. Ja, 2- bis 3-stündige Wanderung in unterschiedliche Richtungen. Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass das meiste logischerweise von hier bergauf führt. Wir jagen mal hier noch über einen Schotterweg weiter. Und dann schießt man hier um die Kurve bei der Kirche. Und wo trifft man die faulen Geißen? Direkt vor der Kirche beim Wiederkäuen und Entspannen im Schatten. So, so, so. Da können wir jetzt nicht vorbeifahren. Die wollen wir ja nicht aufscheuchen, ne? Schreibt die Ruhe weg, hä? Nachher geht ihr mir wieder auf den Sack. Ja, müssen wir wohl umdrehen. Und schon sind wir wieder bei Zottel angekommen und die Sonne ist weg. Man könnte sagen, wir hatten verdammt gutes Timing. Denn die Wolken überwiegen wieder. Es ist frisch, es geht ein Wind. Wir können wieder in Zottel und relaxen. Hatte ich heute eigentlich schon Eis? Glaub nicht, oder? Aber ist ja eigentlich auch egal. Nochmal eine Videoschneid-Session eingelegt. Und wisst ihr, was geil ist? Wenn man der Letzte ist. Alle weg, Tagestouristen, Wanderer, Biker. Nur noch Zottel steht hier verlassen rum. Wir haben den Parkplatz für uns. Und was machen wir jetzt? Eine Option wäre sicherlich nach Haus zu fahren. Aber irgendwie habe ich dazu noch überhaupt keine Lust. Deswegen mache ich mir hier jetzt noch ein schnelles Abendessen. Und wahrscheinlich auch bald wieder die Heizung an, denn es wird frisch. Und schon sitze ich hier. Leckeres Käsebrot. Genau das Richtige für einen Freitagabend. Das lasse ich mir jetzt mal schmecken. Da stehe ich wieder vor der Tür. Meine Wolke ist wieder da. Es regnet. Die Ziegen und Geißen hier im Hintergrund, die weißen Punkte, ganz aufgeregt, rennen sie den Berg runter. Wollen wohl nicht, dass ihr Fell nass wird. Und da ich auch nicht will, dass ich nass werde, gehe ich jetzt rein und fahre nach Haus. Denn hier ist Schicht im Schacht für heute. Das wird nichts mehr. Tschüss, danke, wart ihr wieder mit dabei an diesem Wochenende. Wettertechnisch ne, ein bisschen durchwachsen, aber ich hoffe, ihr hattet Spaß. Dankeschön und lasst einen Daumen hoch da, wenn es gefallen hat. Besucht unsere Webseite für den Blog. Dankeschön, dass ihr unseren Amazon-Partner-Link verwendet. Coole Sache, Daumen hoch für euch. Und ja, dann schaltet wieder ein, wenn wir das nächste Mal unterwegs sind. Besten Dank, schönen Abend noch. Ciao zusammen. I would do for just a moment with you.